Ja, nachdem ich am vergangenen Samstag, am 2.4.22 Fotoseminar hatte, habe ich auf dem Weg dahin mal eine Aufnahme gemacht mit meiner Vorrichtung Rollei, Stativ und Osmo Action, damit ihr mal seht, wie das aus dem Auto aussieht, wenn ich da fahre. Das wird aber nicht der Hauptfilm heute werden, sondern ich mache noch einen zweiten Film. Es geht einfach darum, was ich die ganze Zeit schon angekündigt habe. Was mache ich zum Beispiel mit dieser Halterung hier? Habe ich ja gesagt, das habe ich für Schulen und Lehrer gebaut. Es ist ganz einfach so, dass ich einen Dokumentenscanner gebaut habe, den ich in mehreren Ausführungen hier vorliegen habe. Ich werde die einfachste Lösung dann zeigen. Und dann wurde auch noch gefragt, ob ich einen Film machen kann, wie ich meine Schrauben machen kann. Werde ich machen, dazu muss ich allerdings in den Keller gehen. Und da habe ich ja meine Gerätschaften, mein Eisen bzw. mein Gewinde schneiden, Außengewinde schneiden, Innengewinde schneiden und so weiter, alles in einem Viertel Zoll. Und dazu auch praktisch meine Lochschneider, mit denen ich eigentlich die Griffe mache, damit man auch praktisch diese Schrauben nachher da einbauen kann. Ja, die einfachste Form von einem Dokumentenscanner, der funktioniert richtig gut. Den habe ich aber schon wirklich sehr lange. Ich habe da eine andere Variante noch zugebaut, die möchte ich dann genauer vorstellen. Es handelt sich grundsätzlich erstmal hier um so ein Rohr, 20 mm. Die Länge ist nicht besonders groß, aber sie reicht aus für Smartphone und Tablet, dass ich DIN A4 raufgehen kann. Ich arbeite dann auch noch mit der App Stage. Das ist dann also praktisch sowas wie ein Whiteboard und wie ein Overhead-Projektor. Es deckt also beide Bereiche ab. Für die Schule natürlich richtig klasse. Ich kann Heft unterlegen und kann mit dem Stift oben das Heft korrigieren, ohne dass ich das Heft zum Beispiel praktisch benutzen muss oder verschmutzen muss oder beschriften muss. Festgemacht wird das ganze Teil hier mit so einer kleinen Klemme am Tisch. Wer das nicht kann, das gibt zum Beispiel wo ich jetzt gerade war, praktisch in meinem Seminar, da habe ich nicht die Möglichkeit, das am Tisch festzumachen. Da habe ich auch eine andere Vorrichtung, die möchte ich dann natürlich auch noch vorstellen. Die stellt man einfach auf den Tisch und funktioniert auch ganz gut. Was hat meine Lehrerin zu mir gesagt? Wenn du das baust, dann muss das bei mir in eine Tasche passen. Tut es natürlich auch. Habe ich so aufgebaut, dass es passt. Also, hiermit wird es am Tisch festgemacht mit dieser Klemme. Und dann habe ich hier praktisch sowas gemacht mit der Oberfräse. Das geht mit der Laubsäge oder dem Bohrer auch. Laubsäge ist umständlich, aber ich habe halt die Gerätschaften dafür. Dann hier so ein bisschen Siebdruckholz. Ein Loch reingebohrt, 20 mm, passt genau hier rein. Und ganz fixiert wird es mit einer selbstgebauten Schraube. Das sind 8 mm Kunststoff. Und der Griff ist auch aus Holz mit einem Lochbohrer gemacht. Und wenn ich das hier fixiere, hält das schon mal in der Höhe. Ich kann hier schon mal die Höhe verstellen. Und ich habe hier auch die Möglichkeit, praktisch das zu drehen in alle Richtungen. Und wenn ich beides benutze, dann geht das in alle Richtungen verschieben. Und ich kann das also praktisch wirklich bis über den Tisch machen mit dem iPad. Nehme ich jetzt mal als Referenz und es wackelt nichts und es funktioniert ganz gut. Ich kann darauf schreiben, ich kann da drauf auch was zeigen. Funktioniert also einwandfrei. Und für die Vorrichtung habe ich denn hier nochmal was gemacht, dass man auch das iPhone oder Smartphone drauf machen kann. Auch das funktioniert richtig gut. So, das ist die einfachste Form von einem Dokumentenscanner. Und wie gesagt, aufschrauben und mitnehmen. Kann man in die Tasche stecken. Diese Sache funktioniert schon hundertprozentig mit diesem Rolleiadapter. Ich muss dazu sagen, ich hatte lange Zeit, ich habe hier links jetzt auch noch einen stehen, habe ich mein zweites iPad drauf. Das benutze ich immer als Prompter oder wenn ich mal Filme gucke. Da habe ich jetzt zum Beispiel eine Vorrichtung drauf, die ist für mich unbrauchbar. Die kann alles Mögliche, unten, oben und so weiter, aber die wackelt und tut in alle Richtungen das nicht, was ich gerne möchte. Und das ist also nicht mein Ding. Das ist Rollei. Einfach raufmachen, funktioniert, schlicht und ergreifend, kostet auch wieder mal unter 10 Euro. Also finde ich praktisch, mit dem arbeite ich also wirklich unheimlich gerne. So, und nochmal was zu den Schrauben. Ich habe hier so mehrere Schrauben immer im Vorrat gemacht. Und zwar ist das hier ganz einfach mit einem Lochbohrer gemacht. Also nicht mit einem Pfostenbohrer, sondern mit so einem kleinen Kreisschneider. Und den Inhalt, den nehme ich raus, mache eine Kunststoffschraube rein und die wird dann mit Sekundenkleber festgeklebt und das hält hundertprozentig gut. Vorher wird die natürlich noch in eine Bohrmaschine gesteckt und hier mit Sandpapier, Schmirgelpapier glatt gemacht.
So werden alle meine Schrauben hergestellt, ist Kunststoff und kurz und lang. Ich brauche die in alle möglichen Größen und deswegen mache ich die Schrauben selber. Und sie sind also sehr preisgünstig. So eine Kunststoffschrauben kriegt man im Bauhaus oder noch besser ist bei Hornbach. Die sind da richtig gut sortiert. Da kriegt man eigentlich alles, was das Bastlerherz höher schlagen lässt. Die haben so eine durchsichtigen Kästen und da ist einfach alles drin. Das gleiche gilt natürlich auch hier für die Gegenstelle. Das sind hier die Muttern. Das ist praktisch genauso. Hier hinten ist eine Einschlagmutter drin. Je nachdem, für was ich die brauche, die ist metrisch und 6 mm, also M6. Und wenn ich die als ein Viertel Zoll brauche, dann bohre ich da einfach ein Viertel Zoll nach. Funktioniert gut, hat sich bewährt. Dann habe ich eine Fotoschraube. Auch das funktioniert richtig klasse. In sämtlichen Formen habe ich die hier. Auch mal hier eine, die ein bisschen anders aussieht, futuristischer. Ja, wenn ich viel Druck ausüben muss, dann sind die länglich, dann kann ich also praktisch mehr Druck ausüben. Auch die funktionieren ganz gut, wie die hergestellt werden, zeige ich dann mal richtig. Dann kommt die nächste Variante. Das sind denn hier, da habe ich einen 6 mm oder 5,8 mm Alustab und da habe ich dann nachher einen, einen Gewindeschneider für Außengewinde. Und mit dieser Alustange mache ich dann eigentlich Fotoschrauben, auch in jeder Größe, wie ich die brauche. Das ist jetzt hier eine, die muss ich speziell anziehen. Und da habe ich die Oberfläche hier kleiner gemacht, indem ich dann nochmal so ein kleines Rad draufgesetzt habe. Auch hier Fotoschrauben in jeder Richtung. Und ich habe auch noch Fotoschrauben, die gehen durch. Da kann ich also praktisch auch noch hinten ein Stativ ranmachen. Also wie das im Einzelnen gemacht wird, kann ich ja mal zeigen. Die Anregung, wie das hier läuft, wer so ein bisschen basteln kann, der kann das ja schon selber. Hier habe ich mal eine ganz lange gebraucht und ich arbeite eigentlich nicht so, dass ich irgendwelche Projekte baue und mich nach den Schrauben richte, sondern ich baue meine Projekte und ich baue dann die Schrauben so, wie ich sie für mich brauche. Und das mache ich ja schon jahrelang und das funktioniert auch wirklich richtig gut. So, jetzt erstmal der kleine Film. Und dann kommen wir zu unserem Dokumentenscanner, der ein bisschen aufwendiger aufgebaut ist als der. Aber wer in der Schule bloß irgendwas zeigen möchte, für den reicht ja praktisch das hier wirklich aus. Das funktioniert wirklich, also so rum, das funktioniert ganz hervorragend. Und wie gesagt, hier einfach 8 mm Kunststoffschraube rein, hier ein Gewinde reinschneiden, vorher vorbunden mit 6,5 oder Minimum 7 beziehungsweise höchstens 7. Bei Holz ist es anders, weil ich mache ja einen Gewindeschneider, einen metrischen Gewindeschneider, der eigentlich gar nicht für Holz gedacht ist. Funktioniert aber gut, gerade in so ein Hartholz oder Siebdruckholz geht das eigentlich. Oder Multiplex kann ich hier ohne weiteres ein Gewinde reinschneiden, muss dazu eigentlich gar nichts weiter machen. Hier habe ich was gemacht, aber man muss es nicht machen. Wenn ich genug Abstand lege, kann ich so festdrehen, dass ich hier wirklich auch eine richtige große Kamera raufstellen kann. Funktioniert einfach richtig gut. Aluminiumrohr, 20 mm, gibt es auch im Bauhaus. Hier mit dem Finger rüber und festdrehen. Und hier kommt nachher noch eine Vorrichtung rauf, die kann ich einfach hier raufschrauben. So, auch wieder selbstgebauten Knopf. Wo habe ich ihn denn? Ist egal. Der wird hier raufgeschraubt und dann kann ich das hier noch drehen. Ich kann das drehen, ich kann das drehen. Und dann habe ich ja die Möglichkeit, das in alle Richtungen hier praktisch zu verändern und komme also mit meinem iPad, iPhone überall hin, wo ich Aufnahmen machen muss. Und das stört mich auch überhaupt nicht. Ich kann mich da vorstellen, kann moderieren oder kann am Tisch sitzen und kann auch gerade hier, was ich gerne mache, diese ganzen Knöpfe abfotografieren. Und die werden dann bei mir in meinem iPad in Dateien gespeichert als Datenbank. Ja, das wäre erstmal vorweg. Jetzt gucken wir uns einen kleinen Film an. Und danach kommt ein Film, wie ich mit dem Dokumentenscanner arbeite und vor allen Dingen, welche Form ich davon habe. So, der Aufbau vor Ort, den ich heute im Unterricht benutzen werde, unter anderem, um die Kamera zu erklären. Hier ist zum Beispiel der Ständer, wo die Kamera drauf ist. Die kann ich nachher drehen, dass ich ins Menü reinkomme. Oder ich kann die Kamera nachher auch so hinstellen, dass ich fotografieren kann über die Remote-App von Sony. Ich arbeite hier noch mit meinem MacBook und so sieht das aus. Hier kann ich jetzt beliebig auf dem iPad rummalen und zeigen, was zum Beispiel hier funktioniert und wie was funktioniert. Und das ist für mich eine praktische Sache. Nur ein Teil, ich mache damit natürlich noch viel mehr mit der App Stage.